nicht ganz. Beim schwarzen Bildschirm kann ich auch nichts machen. Geht los? Vielen Dank für die nette Einladung, auch die nette Anmoderation. Es ist mir eine große Freude, in einem technischen Panel vertreten zu sein, in einer Gender-Mehrheit von Frauen. Das ist schön. Es ist 2016 und ich freue mich auf die nächsten 10 Minuten, in denen ich versuchen werde, Ihnen relativ unlustig die Frage zu beantworten, wie man Hacken salonfähig macht. Und ich glaube, wir müssen uns den Begriff zurückerobern, denn Hacken ist zurzeit vermeintlich salonfähig, aber ich glaube nicht so, wie ich den Begriff verstehe und ganz viele andere, die schon mal als Hacker bezeichnet wurden, diesen Begriff verstehen. Das Internet ist voller Lifehacks, jeder kennt die BuzzFeed-Klickstrecken. Das Silicon Valley hat die Hackerkultur gentrifiziert. Das ist die These eines sehr lesenswerten Artikels von Brad Scott, das heißt The Hacker Hacked. Und er stellt darin die These auf, dass das Silicon Valley Hacken eigentlich zu etwas einer profitorientierten Aktivität gemacht hat, die, wenn es richtig gut läuft, eigentlich eine Monopolisierung in einer Branche nach sich zieht. Das bedeutet, Hacken ist in aller Munde, aber ich bin eben sehr skeptisch, ob wir dasselbe unter diesem Begriff verstehen. Ich glaube, wir müssen uns den Begriff zurückerobern und mit wir meine ich diejenigen, die sich nahe fühlen zu der Szene, in der Hacker und Hackerinnen sich bewegen. In den Medien wird ein Hack oft als etwas beschrieben, was viel besser mit dem Begriff Diebstahl, Betrug oder möglicherweise auch Misanthrop umschrieben ist. Beispielsweise, wenn Bilder von Prominenten gestohlen werden, dann sind das irgendwie immer Hacker. Und ich ärgere mich dann immer sehr darüber, weil das sind eben keine Hacker, sondern das sind irgendwie Betrüger und das ist nicht, was Hacken ist. Die Konnotation in so einem Kontext ist eben sehr losgelöst von dem, was es ursprünglich bedeutet hat. Der ursprüngliche Begriff des Hackers oder des Hackens ist in dem Modelleisenbahnclub von Studierenden am MIT in den 1950er Jahren entstanden. Dort war das Ziel der Studierenden eigentlich eine automatisierte Steuerung der Anlage zu erreichen und ein Hack hat sich sozusagen als etwas herausgestellt, das ihnen bei dieser automatisierten Steuerung hilft, sei es dadurch, dass sie die Grenze des technisch Machbaren erfolgreich erkundet haben und das System sozusagen in eine Richtung massiert haben, für das es ursprünglich nicht gedacht war, oder indem sie eine improvisierte, clevere Problemlösung gefunden haben. Und in der Hackerethik, die sich dezentral in den verschiedenen Szenen herausgebildet hat, sind noch weitere Anhaltspunkte aufgelistet, was unter dem Begriff eines Hackers zu verstehen ist. Und schon eben erwähnter Brad Scott hat das auch und wiederum in seinem Artikel ganz gut zusammengefasst: The Hacker Impulse is critical. Das bedeutet, der Zugang eines Hackers zu Technologie und zu der Gesellschaft, in der diese Technologie verwendet wird, ist immer ein kritischer. Und an dem Veröffentlichen von prominenten Fotos aus privaten Posteingängen kann ich nichts Kritisches, kann ich nichts Gesellschaftsveränderndes erkennen. Und schon gar nicht eine Offenlegung von Machtstrukturen, die man auch aus der Hackerethik ableiten kann, sondern im Zweifelsfall nur die Zementierung der Macht desjenigen, der sich Zugang zu diesem Postfach verschafft hat, ohne sinnvolle Dokumentation oder ohne Nutzen für die Gesellschaft, zum Schaden Einzelner. Das ist meine erste Antwort. Ich glaube, wir müssen uns diesen Begriff des Hackers zurückerobern. Und zweitens glaube ich, wir müssen auch die Tätigkeit des Hackens vehementer verteidigen. Ich gebe dazu ein Beispiel bei Jugendhack, das wurde ja schon eingangs erwähnt, das ist ein gemeinnütziges Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche, das ich gegründet habe im Jahr 2013. Dort entwickeln Jugendliche mit ihren eigenen technischen Fähigkeiten gesellschaftskritische Projekte
Und sie machen das ganz von allein. Also wir sagen nicht, jetzt macht man hier diese Aufgabe, sondern sie kommen selber auf eine Idee wie zum Beispiel diese. Das war das Projekt Neuland-Euphonie, bitter ironisch gewählter Name, der Wohlklang des Internets. Sie haben ein kleines Python-Skript geschrieben, das in jedwedem Artikel, sofern man diese Anwendung auf seinem Computer installiert hat, bestimmte Begriffe durch positiv konnotierte Begriffe ersetzt und vor allem radikal alle Bilder durch Katzenbilder austauscht. Das bedeutet, in der Welt der Neuland-Euphonie heißt es nicht mehr Schlaf, Deutschland, Schlaf, sondern Schlaf, Land der unbegrenzten Ideen, Schlaf. Das ist noch lustig, aber es wird dann auch ziemlich schnell eine ziemlich künstlerische Auseinandersetzung mit der Zensur des Internets, wenn es nicht mehr heißt, es geht ein Artikel um die Schuldenkrise, sondern es geht um die Schaumweinsteuerkrise. Und das fiel auch noch in eine Zeit, wo es gerade wieder Nachrichten gab aus der Türkei, wo das Internet zensiert wurde. Und da haben sie zum Beispiel Erdogan durch das Wort Stimmungsaufheller ersetzt. Und dieses Projekt zeigt eben, wie einfach und unbemerkt eine staatliche oder überhaupt eine Zensur des Internets möglich ist. Und ich erwähne dieses Beispiel so ausführlich, weil ich glaube, dass es ein sehr gutes ist, um zu zeigen, dass wir diese Tätigkeit des Hackens unbedingt verteidigen müssen. Diese Hacks wie diese, die ich als Hack bezeichnen würde, machen auf technische und machen auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam. Und der technische und der gesellschaftliche Missstand hängen natürlich in unserem Zeitalter extrem eng zusammen, weil jede Technologie eine gesellschaftliche Implikation hat. Und wir brauchen diese Hackerinnen und Hacker, je subversiver, desto besser. Aber die große öffentliche Verteidigung des Hackens bleibt aus. Sie sollen hier nicht die eine Frau suchen, die in dem Bild ist, die hat sich zum Glück auch schon nach ganz vorne gestellt, sondern ich will eigentlich gar nicht so sehr zu Ihnen reden, sondern zu den hauptsächlich Herren hinter mir. Das ist, dort wurde die Charta der digitalen Vernetzung verabschiedet auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung. Das ist ein freiwilliges Bekenntnis für eine verantwortungsvolle Gestaltung der Digitalisierung. Das sind Wissenschaftler, das sind Wirtschaftsbosse, das sind auch Politiker. Und wieder mal geht es bei allen Gesprächen um die Zukunft unseres Standorts, High-Technologie-Standorts Deutschland, immer um die Ökonomisierung von Technologie und von technologischen Ideen. Und es gibt überhaupt niemanden, der sich hinstellt und sagt, nein, wir müssen aber natürlich auch einen kritischen Umgang mit Technologie fördern, ermutigen und ganz tief in unserer Bürgergesellschaft einpflanzen. Und Konstanze Kurz, die CCC-Sprecherin, hat im März einen ziemlich guten Artikel geschrieben in der FAZ, in dem sie die stumme Reflexionselite kritisiert, also eben genau jene, die sich hervortun, wenn es um den wirtschaftlichen Profit von guten technischen Ideen geht, aber dass es dort niemanden gibt, auch nicht in der Riege zum Beispiel der Informatikprofessoren, der sich um den ethischen Umgang mit Technik kümmert. Als Zitat, sie schreibt, der Erfolg der angehenden Informatiker wird nach der Anzahl von Katzenfutter-Versand-Startups bemessen. Und das kann ich nur plus einsen. Ich glaube, die wachsende gesellschaftliche Bedeutung von Informatik muss eben nicht nur in der Schule, sondern auch im Studium reflektiert werden. Aber in der Schule oder eben im jungen Alter fängt es an. Und in Großbritannien hört man, hat die BBC gerade Millionen Microbits, also kleine Minicomputer, an Siebenjährige ausgegeben. Und ich frage mich, was machen stattdessen eigentlich währenddessen die deutschen öffentlich-rechtlichen Medienanstalten? Da bin ich dann in so einem Kontext sehr froh, wenn ich höre, dass die MAP demnächst vielleicht einen Schwerpunkt zum Thema Coding plant. Ich glaube, das ist die sehr richtige Richtung. Meine dritte Antwort, wie man Hacken salonfähig macht, ist, wir müssen nicht nur diesen Begriff kapern und wieder der Bedeutung zuführen, die er einst hatte. Ich glaube, wir müssen nicht nur die Tätigkeit als solche vehementer und öffentlich verteidigen, sondern ich glaube, wir brauchen eben auch die nächste Generation, ihnen wie selbstverständlich einen kritischen Umgang mit der Technologie, die sie unter ihren Händen haben, zu ermöglichen.
Und wie ich eben schon gesagt habe, gibt es seit 3 Jahren ein Jugendförderprogramm, das ich gemeinsam mit anderen organisiere. Es heißt Jugendhackt. Es ist ein außerschulisches, gemeinnütziges Programm, das sich an 12- bis 18-Jährige aus ganz Deutschland wendet und auch darüber hinaus. Und dort spielt unter anderem die Vermittlung der Hackerethik eine große Rolle. Also wir leisten es uns auch, nicht Schule zu sein, wir geben keine Aufgaben, die Jugendlichen entwickeln eigenständig Projektideen, wie zum Beispiel den Wohlklang des Internets, aber Hackerethik spielt auch in der Vermittlung von Werten eine sehr zentrale Rolle. Nun steht der Titel in einer Reihe mit staatlich geförderten Programmen wie Jugend forscht, Jugend musiziert. Das ist irgendwie ein Missverständnis. Wir wollen gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich möchte, dass Sigmar Gabriel mir mal eins die Hand schüttelt. Ich glaube, das war eigentlich eher ironisch gemeint, dieser Titel, der sich jetzt dann so verselbstständigt hat. Es ist einer der Grundsätze der Hackerethik, Dezentralität zu fördern und auch Autoritäten immer zu misstrauen. Und wir haben uns nun nach in eine Reihe mit staatlichen zentralen Programmen gestellt. Aber vielleicht ist auch das Subversion. Und ja, wir versuchen dort die nächste Generation zu kritischen Bürgern zu machen, die sich für mehr interessieren als nur für Shopping-Apps. Vielen Dank. Maria Reimer, Jugendhackt, legen wir jetzt den Fokus von den Jugendlichen zu jungen Erwachsenen. Was bringt eigentlich Leute ins Programmieren? Und dann die interessante Frage, was führt eigentlich dazu, dass so viele diesen Weg dann wieder verlassen? Und wenn man das genauer untersucht, kann man vielleicht auch Lösungen finden, damit die Dropout-Raten an den Universitäten, an der Informatik und später auch in den IT-Berufen geringer wird. Die Sozial- und Kulturanthropologin Laura Laukwitz berichtet über ihre Erfahrungen bei den Race Girls. Und nach den Race Girls und Laura kommt dann das Panel. Bin sehr gespannt. Großen Applaus für Laura. Danke. Als ich das erste Mal mit dem Programmieren in Berührung kam, war ich in der 7. Klasse, Wahlpflichtfach Informatik. Ich hatte vorher schon relativ viel am Rechner gemacht. Ich habe irgendwie meine eigenen CDs gebrannt. Ich habe die Cover selber designt. Ich habe irgendwie natürlich auch relativ viel gechattet. Und habe mich ziemlich auf diesen Informatikunterricht gefreut, weil ich dachte, hey, endlich lerne ich mal mehr über dieses Ding, mit dem ich die ganze Zeit schon arbeite. Diese Freude verschwand direkt am ersten Tag Informatikunterricht, weil es sah so aus, wir saßen alle vor einem schwarzen Bildschirm, jeder vor dem eigenen Rechner. Und manche der meiner MitschülerInnen haben es geschafft, auf diesem schwarzen Bildschirm mit Hilfe von Text irgendwie bunte Kreise hinzuzaubern. Und ich habe das nicht hingekriegt. Irgendjemand, bei dem das ähnlich lief? Okay, schön. Endlich weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin. Ich habe erstens nicht verstanden, warum ich überhaupt bunte Kreise auf den Bildschirm zaubern soll. Ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, ich habe auch nicht verstanden, wie das funktioniert. Und mein Lehrer hatte auch nicht wahnsinnig viel Interesse daran, mir das weiter zu erzählen, sondern er hat sich lieber auf die konzentriert, die das eh schon konnten und hat auf deren Wissen aufgebaut. Es hat ganze 10 Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal wieder auf die Idee kam, dass das Programmieren eigentlich ganz interessant sein könnte und dass es vor allen Dingen auch für mich interessant sein könnte. Und ich habe heute mal, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, warum Leute ins Programmieren finden und warum sie vielleicht auch wieder rausfinden, 3 zugegebenermaßen etwas verkürzte Wege mitgebracht, warum Leute überhaupt zum Programmieren kommen. Weg Nummer 1. Du hast wahrscheinlich schon immer programmiert und wirst nie damit aufhören. Du hast die Einsen und Nullen quasi mit der Muttermilch aufgesogen und du atmest Code. Du hast wahrscheinlich mit 11 deine erste Webseite geschrieben, du hast mit 17 deinen ersten Pull-Request für ein Open-Source-Projekt geschrieben, deine Kolleginnen und Kollegen sehen dich als das Genie schlechthin und egal, ob du deine Künste für das Gute oder das Böse einsetzt, die Medien präsentieren dich ganz gerne so. Weg Nummer 2. Das Programmieren ist irgendwann quasi natürlich in dein Leben dazugekommen und war dann auch ganz praktisch und nicht mehr wegzudenken. Du hast vielleicht als Kind schon viel digital gespielt, du hast vielleicht besseren Informatikunterricht gehabt oder der war auf dich zugeschnitten, spielst vielleicht heute auch noch relativ viel am Rechner. Wie gesagt, das Programmieren kam irgendwann in dein Leben, war ganz praktisch, du hast festgestellt, man kann damit einen Job machen und irgendwie die Miete bezahlen und es sollte dann auch so bleiben. Du hast wahrscheinlich nie irgendwie die NSA gehackt,
aber du machst deinen Job mittelmäßig bis sehr gut wirst den auch lange weitermachen. Du bist relativ uninteressant für die Medien, aber sie ziehen dich manchmal gerne als IT-Experten ran. Weg Nummer 3. Du hast vielleicht irgendwann mal mit dem Programmieren angefangen, hast wieder aufgehört, hast vielleicht nochmal angefangen oder bist vielleicht ganz ausgestiegen. Du nutzt Technologie natürlich ganz viel zum Kommunizieren, zum Informieren, für die Freizeit. Und vielleicht arbeitest du auch im Job irgendwie am Rechner. Du arbeitest irgendwie im Produktmanagement, in der Personalstelle, in Marketing und PR, was weiß ich nicht was. Du bist also im Job viel am Rechner, vielleicht hast du sogar deinen eigenen Blog. Und vielleicht hattest du irgendwann Glück und bist über eine der wahnsinnig vielen Initiativen gestolpert, die es mittlerweile gibt, um mehr Diversität in die IT zu bringen. Du hast angefangen auf einem Workshop so ein bisschen zu programmieren, hast Blut geleckt und bist immer tiefer in dieses Programmieren eingestiegen. Wenn wir Glück haben, bist du auch nicht wieder ausgestiegen. Du hast wahrscheinlich außerhalb deiner Bubble so ein bisschen diesen Einhorn-Status, was aber auch der Grund ist, warum die Medien ab und an ganz gerne mal über dich oder Leute wie dich berichten. So, wie ihr wisst, gibt es zwischen diesen Wegen noch ganz viele verschiedene andere Wege, warum Menschen zum Programmieren kommen. Wie ihr aber wahrscheinlich auch wisst, verlaufen diese Wege entlang bestimmter sozialer Kategorien. Will heißen, Weg 1 und 2 sind hauptsächlich von weißen Hetero-Cis-Männern betreten, während der dritte Weg, da tummeln sich so alle anderen ungefähr, grob. Gucken wir uns also den dritten ein bisschen genauer an, den finde ich am interessantesten. Schauen wir uns an, warum kommen manche Menschen so spät in die Programmierung und warum steigen sie auch wieder aus. Und fangen wir ganz vorne an mit diesem Pipeline-Problem, das kennt ihr vielleicht auch schon. Qualitative Studien zeigen, dass Bezugspersonen es Mädchen seltener ermöglichen, mit Technik in Kontakt zu treten. Das geht also schon früh los. Lehrerinnen und Eltern und so weiter und so fort sorgen dafür, dass Mädchen eben nicht so viel an Rechnern hängen und so weiter. Wenn es bei Geschwistern einen Computer gibt, steht der oft im Zimmer des Jungs. Jungs sind die Ersten, die das Tablet in die Hand gedrückt kriegen, damit sie nicht mehr so viel nerven. Noch seltener wird es Mädchen ermöglicht, dass sie mit Technik tatsächlich überhaupt experimentieren können und mal ein bisschen was richtig und falsch machen können, um neue Sachen dazuzulernen. Im Informatikunterricht, das zeigte mein Beispiel, aber auch dazu gibt es Studien, widmen Lehrer und Lehrerinnen den Jungs mehr Aufmerksamkeit, sodass die besser informiert sind und besser befähigt sind, mit der Technik umzugehen. Und dieser Vorlauf quasi sorgt dafür, dass es gibt halt diesen weniger Umgang damit, das führt zu weniger Selbstvertrauen im Bereich Technik und das wiederum vor allen Dingen in der Jugend führt zu Desinteresse, weil wenn ich mich mit etwas nicht besonders gut auskenne und so ein bisschen unsicher bin, kriege ich nicht so schnell positives Feedback und positives Feedback ist, was man oft in der Jugend auch mal so braucht. Sehr verkürzt. Und trotzdem schaffen es natürlich Leute, in die IT zu gehen. Wenn sie da sind, fangen die Probleme aber erst so richtig an. Dann haben wir nämlich ein kulturelles Problem. Der Stereotype-Thread besagt, dass Menschen, die auf ihre Marginalisierung hingewiesen werden, ihr Verhalten eher einem Stereotyp anpassen. Es gibt diese klassische Studie, Frauen, die vor einem Mathematiktest ihr Geschlecht angeben, schneiden schlechter ab in dem Mathematiktest. Wenn sie ihr Geschlecht nicht angeben, also nicht danach gefragt werden, schneiden sie besser ab. So, bei Männern hat diese Frage nach Geschlecht am Anfang des Mathe-Tests keine Auswirkung. Nummer 2, Tokenism. Und damit meine ich nicht dieses, oh, Person XY hat den Job nur bekommen, weil sie zu marginalisierte Gruppe Z gehört, sondern es geht um mehr. Es geht darum, wenn Marginalisierte weniger als ein Drittel einer Gruppe ausmachen, werden sie nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern als Repräsentanten ihrer marginalisierten Gruppe. Das heißt, wenn ich als Frau alleine in einem Team mit nur Männern bin, bin ich nicht mehr Laura, sondern alles, was ich mache, jede Handlung, jeder Fehler, ist das, was Frauen machen. Und das ist ein krasser Stress, den diese Leute erfahren, den die auch wahrnehmen können. Und es ist viel schwieriger, Fehler zu machen. Und gerade beim Programmieren geht es darum, Fehler zu machen, weil die Fehler sind die, aus denen wir lernen und bei denen wir das nächste Mal was besser machen. Nächster Punkt. Der Arbeitsalltag. So, wir stehen ja nicht außerhalb von dieser Gesellschaft, sondern wir haben viele Dinge gelernt und die zeigen sich auch im Arbeitsalltag. Eben oft ist es so, dass Frauen eher dazu gedrängt werden oder sich auch eher dafür verantwortlich fühlen, so Arbeiten zu übernehmen wie Protokoll schreiben von Teamsitzungen, die KollegInnen, die neu sind, einzuarbeiten oder irgendwelche Team-Events zu gestalten. Das ist alles nett und wichtig. Ich habe noch 2 Minuten.
Das ist alles nett und wichtig, aber es ist Arbeit, die nicht wertgeschätzt wird und selten wahrgenommen wird. Und Arbeit, Zeit, die quasi nicht mehr auf das Lernen von Technik konzentriert werden kann. Letzter Punkt. 56% der Frauen, die im Tech-Bereich arbeiten, scheiden nach 10 Jahren wieder aus. Und das ist oft aufgrund von kulturellen Gegebenheiten in dieser IT-Szene. Frauen wie Jessie Frizzell, die quasi die Entwicklerin bei Docker ist, erhält in letzter Zeit besonders viele Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, einfach nur weil sie eine Frau ist, ihren Job gut macht und auf Konferenzen eine gewisse Sichtbarkeit erhalten hat. Und sie ist nicht die Einzige, die solche Geschichten erzählen kann. Oft ist das Ganze aber auch subtiler. Frauen und andere marginalisierte Gruppen lernen, dass wir in der IT einfach nichts zu suchen und erst recht nichts zu sagen haben. Und das ist auf Dauer nicht auszuhalten. Es geht also um mehr. Es geht nicht nur darum, beim Programmieren lernen eine Kompetenz zu erreichen, um aktuelle Technologien zu verstehen und informiert darum, damit umzugehen, sondern es geht um den Zugriff auf Ressourcen und es geht um Unabhängigkeit. Es geht darum, wer bestimmt, was als wertvoll und vermarktbar verstanden wird. Es geht darum, was deswegen auch niemals erst entsteht. Eine Mitorganisatorin bei Rails Girls Berlin, Tui, die heute auch hier ist, hat es so zusammengefasst: Programmieren lernen hilft uns, Machtstrukturen zu dezentralisieren und es hilft uns, unsere eigenen Werkzeuge zu haben, um eigene Produkte zu bauen. Und damit ist nicht nur ein kapitalistisch verwertbares Produkt gemeint. Ein Beispiel ist die Speakerinnenliste, guckt euch die an. Es geht beim Programmieren also um Empowerment und zwar nicht um Empowerment in dem leicht zu vermarktenden Girl-Power-Ding. Es geht um Empowerment im eigenen Sinne, im eigentlichen Sinne. Es geht um das Steigern der politischen, sozialen, ökonomischen und spirituellen Stärke einer Gemeinschaft oder Person, die durch soziale Konstrukte wie Race, Religion, Gender, Sexualität, Klasse, Disability und Alter strukturell benachteiligt sind. Und um weniger sollte es uns beim Programmieren nicht gehen. Laura Laugwitz. Laura, großartig. Vielen Dank. Ich habe dieses Zeichen gemacht, 2 Minuten, weil wir hier so streng darauf hingewiesen werden, dass wir pünktlich fertig werden. Wir wollen ja auch noch sprechen. So ist es. Und wir haben auch noch 2 tolle Gäste mit auf dem Publikum, mit auf dem Panel. Ira Diethelm, zu meiner linken Universitätsprofessorin für Didaktik der Informatik an der Karl von Ossietzky Uni in Oldenburg. Sie hilft, kurz zusammenfassend, Lehrerinnen und Lehrern dabei, Informatik an Schulen so zu vermitteln, dass sich mehr Kinder und Jugendliche für die Informatik interessieren. Und sie meint, Informatik müsste in der Schule Pflicht sein. Professor Steffen Auflanger sitzt ganz rechts auf unserem Panel heute. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und er meint, wir brauchen kein Pflichtfach Informatik, wer programmiert, versteht das Internet auch nicht besser. Bisschen provokativ zusammengefasst, aber darüber werden wir gleich reden. Laura, wir haben von dir gerade schon gehört, wie dein persönlicher Start war. Das würde ich ganz gerne an dich, Ira. Wir haben uns hier übrigens aufs Du jetzt geeinigt und geben das auch, bieten das jetzt euch auch an. So. Auf deiner Internetseite oder die Uni Oldenburg stellt dich so vor: Ich wollte schon immer wissen, wie das geht, ist da deine Überschrift auf der Website. Und dann steht da, Sie sagen, Sie hätten sogar schon Taschenrechner auseinandergeschraubt als Kind. Wann haben Sie Ihren ersten oder wann hast du deinen ersten Taschenrechner auseinandergeschraubt? Nun ja, ich muss sagen, ich bin auch schon so um die 40, ein bisschen drüber. Und es gab so eine Zeit, ich glaube, da war ich so ungefähr 10 Jahre alt, da gab es die ersten Taschenrechner als Werbegeschenke und ich habe die zu Hause bekommen. Und man hat mir glücklicherweise nicht erzählt, dass Mädchen damit nichts zu tun haben, sondern hat mich damit alleine gelassen. Und das fand ich, und habe die dann angeschaut und festgestellt, da sind ja so Plastiktasten drauf und ich habe in der Schule und sonst wo ja schon gelernt, Plastik leitet den Strom nicht, aber irgendwas passiert da, also wollte ich wissen, wie das geht, habe das aufgeschraubt, auseinandergenommen, habe mich gefreut, wenn es wieder funktioniert hat, wenn man es wieder zusammensetzt und das war so der Start. Also das ist ja interessant, dass es so ein Start ist, direkt ans Gerät ran, direkt aufmachen und aufschrauben und dann kommt der Informatikunterricht in der Schule und das hast du abgewählt. Genau, ich bin sozusagen einer von denen, die immer rein und wieder raus sind, bis ich gedacht habe, ich habe also sozusagen dann eine Projektwoche besucht, dort haben wir auch
ein ZX81 war das noch, weil er sich daran erinnert, zusammengesetzt und ein bisschen programmiert. Das fand ich ganz toll. Dann habe ich eine Informatik-AG angewählt und hatte genau dieses Problem, dass da irgendwas Schwarzes war. Und was hatte ich das Gefühl, das hat dann jetzt irgendwie gar nichts mit mir zu tun. Dann habe ich lieber Chemie gemacht. Und dann gab es in der 11. Klasse auch einen Programmierkurs. Da haben wir dann Wurzel 2 programmiert. Und habe ich gedacht, das kann doch der Taschenrechner, den ich vor Jahren auseinandergebaut habe, viel besser als ich. Und so weiter. Und es gab dann, habe ich das wieder weggeworfen und so, dann habe ich angefangen Mathe zu studieren mit Nebenfach Informatik, habe das wieder weggeworfen und irgendwann war es Sommer 2000 und ich habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein, draußen tobt der IT-Hype, jetzt müssen wir da was gegen unternehmen, das muss jetzt mal richtig in die Schule. Und dann sage ich immer, der Rest ist bekannt. Bevor wir zu Professor Aufenhanger kommen, jetzt natürlich die Folgefrage, was du aus deiner persönlichen Biografie, aus deinem persönlichen Zugang zur Informatik, jetzt Informatikprofessoren, eigentlich gelernt hast, wie muss man Informatik so unterrichten, dass man das gerne lernt? Nun, es muss als erstes mit den Schülern etwas zu tun haben. Ich brauche etwas, was ich jeden Tag um mich habe, was die Welt und der Unterricht muss, die Welt, die ich jeden Tag sehe, mein Smartphone, irgendwelche komischen Phänomene, die ich jeden Tag sehe, diese Anzeigetafeln vielleicht, aber auch irgendwelches Verhalten auf Webseiten, die Algorithmen, die ich so am Rande mitbekomme, das muss ich erklären. Das heißt, der Informatikunterricht muss sich im Gegensatz zu früher, wo ich mich gefreut habe, wenn ein paar Zeilen Code irgendetwas tun, was vielleicht auch irgendwie sinnfrei ist, aber es tat was, sich dahin bewegen, dass wir wie ein normales Schulfach die Welt erklären. Auch Chemieunterricht, Physikunterricht, Politikunterricht erklärt am Ende die Welt. Und das muss der Informatikunterricht leisten, im Gegensatz zu früher. Und dabei natürlich auch Dinge schaffen, die man gerne zeigt, die man gerne weitererzählt, aber auch den Schülern das Gefühl gibt, hier habe ich was verstanden. Reden wir vielleicht gleich darüber, wie das genauer sein können. Stefan Aufenhanger. In der Ankündigung für das Panel heute heißt es, Programmieren ist inzwischen so wichtig wie Lesen oder Schreiben, um die Welt mitzugestalten. Glaubst du das auch? Ja, sicher. Ich glaube, also dein Eingangsstatement, was ich abgegeben haben sollte, ist natürlich ein bisschen überzogen. Hoffe ich jedenfalls, dass das auch so verstanden worden ist. Natürlich ist es eine Grundlage. Ich glaube nicht, dass es sozusagen eine Kulturtechnik ist wie Lesen, Schreiben und Rechnen, weil Programmieren doch auf einen bestimmten Weltbezug sozusagen geordnet ist, während Lesen, Schreiben, Rechnen, denke ich, andere kognitive Fähigkeiten hervorrufen. Aber prinzipiell, also deswegen glaube ich, gibt es gar keinen Dissens, ist die Welt zu verstehen, die digitale Welt, indem man sozusagen selbst aktiv was gestaltet, indem man auch hackt, indem man sie wieder auseinandernimmt, sozusagen rekonstruiert, eine ganz, ganz wichtige Grundlage dazu. Ja. Wenn man sagt, weg mit der Ehrfurcht vor der Technik, wann ist deiner Meinung nach das richtige Alter, um damit zu beginnen? Ist das eine Kindergartenfrage, ist das eine Grundschulfrage oder ist es, wie das bei mir früher war, in der 8. Klasse, als ich Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code lernen sollte und kläglich gescheitert bin? Also ich bin dafür, immer wenn ich gefragt werde, wann Kinder oder Menschen digitale Medien benutzen sollen, für das Alter 2 Jahre, wobei es die Nachfrage kommt, ob ich nicht 12 meine, aber ich meine 2 Jahre, also das heißt also mit dem Beginn des Kindergartens, sagen wir 3 Jahre, kann man mit Kindern sehr viel machen, man kann Technik sozusagen gestalten, wobei ich ganz interessant finde, dass wir momentan so einen Schwung haben, es gibt ja diese MINT-Fächer, wo mehr naturwissenschaftlich gedacht wird und in den USA gibt es momentan einen Trend, da Design und Art, also anstatt STEM, STEAM zu sagen, also Art mit reinzubringen. Und das finde ich eine ganz wichtige Tendenz, nämlich die Abtrennung nicht von Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften, sondern das zusammenzubringen. Und diese Modelle, die im Kindergarten da zum Beispiel gemacht werden, zeigen ja eben im Sinne von etwas Gemeinsames gestalten und gleichzeitig die digitale Welt mit einzubringen, dass das ein Ansatz ist, wo man schon sehr früh bei Kindern auch Verständnis für die Grundbedingungen, die jetzt mal so mal die informatorischen Welt reinbringen kann. Sie erforschen ja den Einsatz von elektrischen Tafeln und Tablets in Schulklassen. Bringen Sie da nicht einfach den Kindern im ersten Schritt nur bei, dann mit den Dingen und den Apps, die da drauf sind, umzugehen und die daran zu gewöhnen, dass es natürlich ist, das zu benutzen, was praktisch da vorgefertigt ist? Oder verstehe ich das falsch?
Also mit den Tablets und den interaktiven Whiteboards ist ja eher etwas, was wir so digitale Medien in der Schule bezeichnen, zum Beispiel interaktive Whiteboards, wo Schüler eigentlich nur was präsentieren. Deswegen würde ich dieses Eingangsstatement gerne ein bisschen korrigieren in der Hinsicht, dass ich nicht ablehne, Programmieren ist überflüssig oder Informatik sollte kein Unterrichtsfach werden. Ich denke nur, dass wir in einer Welt leben, wo Schule eine andere Aufgabe bekommen muss. Ich finde die Idee des Unterrichts für die digitale Welt überhaupt nicht mehr sinnvoll. Also deswegen bin ich gegen ein Pflichtfach Informatik, weil ich sage mal, wir sollen eigentlich die Fächer abschaffen und eher fächerübergreifende Themen bearbeiten und den Unterricht nicht mehr in dem Sinne, also im klassischen, traditionellen Sinne verstehen, sondern einfach weiterdenken. Und in der Hinsicht, denke ich, ist die Auseinandersetzung mit den digitalen Medien etwas, wo die Kinder und Jugendlichen schon, indem sie sie benutzen, sehr gut lernen können, eben nicht nur als Medium, wie ich es manchmal erlebe in der Schule, das Zehn-Fingersystem zu erlernen, sondern kreativ zu gestalten, damit umzugehen. Und das kann von sein, von Lesen, Schreiben bis auch zum Programmieren, bis zur Gestaltung, ob das jetzt Scratch, Junior, Tinker oder sonst irgendetwas ist, wo Grundverständnisse von dem, was ein Programm ist, einfach mal sozusagen den Kindern bekannt gemacht wird. Ob sie es auch verstehen und wie sich das weiterentwickelt, ist eine ganz andere Frage. Ihre Perspektive? Ich finde die Idee, sozusagen ein neues Schulfach nicht deswegen einzuführen, weil man sowieso gar keine neuen Fächer braucht, weil man am besten gar keine Fächer braucht, finde ich ein bisschen romantisch, ja. Weil sie sozusagen den Alltag, auch wenn man sich einfach die Frage stellt, wie die Qualität des Unterrichts dann eigentlich gesichert werden muss, ein bisschen vernachlässigt. Wie möchtest du das denn gewährleisten, wenn alle, wenn man die Fächer auflöst, sozusagen diese... Ja gut, wenn man sich innovative Schulen anschaut, ob das jetzt in Skandinavien, Niederlande, Großbritannien, USA oder auch bei uns in Deutschland ist, dann sind diese innovativen Schulen, denke ich, dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht mehr unterrichten, sondern indem sie quasi Themenfelder anbieten, in denen verschiedene Fachdisziplinen einfach zusammenkommen. Und eben nicht mehr aus sozusagen, ich habe jetzt 45 Minuten Unterricht, überhaupt diese 45 Minuten, auch wie wir es in der Universität mit den 90-Minuten-Seminaren erleben, ist eine sozusagen Industrialisierung von Bildung. Und die Kritiker der digitalen Welt in diesem Bereich verteidigen genau diese Industrialisierung, die ich falsch finde, sondern wir müssen das auflösen. Ich habe Schulen besucht, wo es zum Beispiel Workshops von Lehrern gibt, die Themen anbieten und die Kinder gehen dort einfach hin, wo die Schule ist von 8 bis 16 Uhr und die Kinder also im freien Lauf suchen sich das aus, was sie wollen. Und wenn man dort projektorientiert arbeitet, dann werden die Kinder und die Jugendlichen viel aktiver mit bestimmten Themen beschäftigt. Also in der Hinsicht, ich meine, das Problem, Informatik als Pflichtfach hat noch die Konsequenz, da kommen wir noch drauf, gibt es genügend Lehrer und Lehrerinnen, wie gestalten wir das, ist es nicht fächerübergreifend und so weiter. Also ich will das überhaupt nicht jetzt sozusagen, es ist unsinnig, das zu fordern. Ich würde nur sagen, für die Zukunft, und das würde ich auch für das Programmieren sagen, wie Sigmar Gabriel das gesagt hat, Programmieren als Pflichtfach ist eigentlich vollkommen unsinnig, weil die Welt zu verstehen viel mehr ist, als nur programmieren zu können. Das meine ich einfach. Und ich... Wolltest du dazu? Ich mag die Idee sehr, weil ich finde, dass Logik zum Beispiel oft einfach mit Mathe in Verbindung gebracht wird. Ich brauche Logik fürs Programmieren, aber ich brauche natürlich Logik auch in der Philosophie, im Deutschunterricht, wenn ich argumentiere und so weiter und so fort. Also gerade diese Logik, die ich für das Programmieren brauche, findet sich schon in ganz vielen anderen Fächern wieder, die die Leute direkt schon vermittelt bekommen. Aber dadurch, dass es so an die Mathematik mental gebunden ist, sagen ganz viele Leute, ach nee, Logik ist gar nichts für mich. Die können aber super Texte schreiben, die argumentativ sehr schön aufeinander aufgebaut sind. Und das ist eigentlich auch eine gewisse Art von Logik. Und wenn ich Sachen aufeinander aufbaue, dann bin ich schon wieder im Programmieren. Also. Maria. Ja. Ich freue mich gerade sehr, dass die Diskussion diese Richtung nimmt. Wir werden das bei Jugendhack sehr oft gefragt, ob wir denn nun Schulfach Informatik pro oder contra sind. Und ich finde diese Einengung der großen Debatte, wie Bildung funktioniert, wie auch Lernen funktioniert auf einen Fach, einfach so unbefriedigend, dass man eben gar nicht Ja oder Nein sagen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch eher Nein sagen. Denn es gibt so viel mehr Lernorte als die Schule.
Ne? Also wenn man an sich selber denkt, also jetzt ist man, ist das sozusagen wenig wissenschaftlich von sich selbst auf eine große Grundgesamtheit zu schließen, aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die nicht 100% gute Lehrerinnen und Lehrer hatte an der Schule, sondern bei mir waren es 3, die, weiß ich nicht, die, deren Namen nehme ich irgendwie mit ins Grab, aber die anderen habe ich alle auch mit gutem Recht vergessen. Und wenn sozusagen das Wohl und Wehe der sozusagen der digitalen Bildung irgendwie daran hängt, dass das in die Schulen kommt, dann können wir halt wirklich nur hoffen, dass einer von den 3 Lehrern dann auf dieses Informatikfach fällt. Auf die Lehrer kommen wir gleich noch im weiteren Lauf der Diskussion, aber du wolltest sicherlich noch ergänzen dazu. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass wir auch bedenken müssen, um welchen Impact wir sozusagen dabei reden. Wir haben 2 schöne Vorträge gesehen, die eigentlich auch eine Argumentationskette bilden dafür, dass es jedes Kind mal gemacht haben muss. Das heißt, wenn ich hier so in die Runde schaue, habe ich den Eindruck, es ist irgendwie Konsens und vielleicht auch im Publikum, es muss jeder mal programmiert haben. Es muss nicht jeder total gut da drin sein und nicht jeder das sein ganzes Leben lang tun. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass Schule schon die Aufgabe hat, damit wir alle mündige Bürger produzieren, damit sie überhaupt verstehen, was zum Beispiel Netzneutralität ist, dass sie es mal gemacht haben, damit sie mal feststellen, wie einfach, aber auch wie schwer das ist. Und wenn wir das sicherstellen wollen, dann müssen wir gucken, wie wir das in dem System umsetzen können. Und da ist das Pflichtfach Informatik eine, aber ich glaube im Moment die beste Option, die wir haben. Kann ich gerade was dazu sagen? Das ist das Problem. Also weswegen ich ein bisschen kritisch bin, ist ja, dass zum Beispiel diese Studie über die Informations- und Computerkenntnisse von 15-Jährigen, die vor 2 Jahren erschienen ist, ja gezeigt hat, dass diejenigen, die in der Schule Informatikunterricht haben, schlechter sind in dieser Informations- und Computerkompetenz. Da müssen wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil ich die Forschungsmethodik in Frage stelle. Okay, aber jedenfalls nicht besser sind, wenn wir es mal positiv ausdrücken. Und das finde ich eine interessante Frage, ob überhaupt sozusagen Informatik ein Thema ist, dass diese Aufgaben, diese Herausforderungen, die die Entwicklung der digitalen Gesellschaft uns verlangt, ausreichend bedienen kann. Das ist so. Ich habe den Eindruck, auf der einen Seite schauen wir schon sehr in die Zukunft, so müssen Schulen sein, auf der anderen Seite sind wir damit beschäftigt, was ist eigentlich im Moment und wie können wir das verbessern, was gerade ist. Schauen wir mal Richtung Lehrer, weil das ja hier schon angesprochen worden ist, wie kriegen wir Lehrer dazu, junge Menschen mehr zu begeistern eigentlich fürs Hacken, fürs Programmieren, sich überhaupt mit der Informatik auseinanderzusetzen. Laura, Überschrift auf der Rails Girls Seite ist Take the pressure out of learning and see where it takes you. Geht das auch für Schulen? Was ist eigentlich dann die Botschaft an die Lehrer unter der Überschrift? Gut, um kurz klarzustellen, Rails Girls richtet sich nicht an Mädchen, sondern an erwachsene Frauen, auch wenn wir dieses Girls leider da drin haben. Ich glaube, ich habe Spaß daran, Dinge zu vermitteln, weil ich selber Spaß an den Dingen habe. Das heißt, die Frage wäre, wie kann ich Lehrern vermitteln, dass Programmieren Spaß macht und wie können die diese Freude weitertragen? Vielleicht ist das auch sehr idealistisch, aber das wäre wahrscheinlich meine Herangehensweise. Das heißt, man muss den Lehrern, den Lehrerinnen, so wie du sie kennenlernst im Studium, diese Begeisterung auch erstmal vermitteln? Oder ist sie schon da? Oder ist die Frage, wie kriege ich es hin in der Praxis? Nun, wir haben erstmal ein Henne-Ei-Problem. Wenn wir kein Schulfach, was Etabliertes in der Schule haben, dann werden nur sehr wenige, vielleicht auch Idealisten, überhaupt sich für ein Lernstudium darin entscheiden. Ich habe öfter mal gehört, dass Studenten sagen, naja, ich habe Angst, dass ich damit überhaupt einen Job bekomme, wenn ich Informatik lerne und studiere. Das ist natürlich Quark, aber diese Befürchtung gibt es. Und das heißt, wenn ich in eine Qualitätssicherung eintreten möchte, wenn ich also qualitativ hochwertige und damit auch viele Lehrer produzieren möchte als Universität, dann bin ich darauf angewiesen, dass es verpflichtend unterrichtet wird, denn sonst werden es nicht entsprechend viele studieren. Was wir auch brauchen, ist natürlich an vielen Universitäten und in vielen Bundesländern ist es gekoppelt, das hatten wir gerade schon, an Naturwissenschaften oder Mathematik. Es ist viel spannender, glaube ich, Informatik auch von Lehrkräften zu haben, die Politik als zweites Fach haben, die eine Sprache als zweites Fach haben, Geschichte, Kunst. Das wäre ganz toll, weil es dann auch von den Unterrichtsmethoden, die diese Lehrer natürlich auch von Seiten des anderen Faches mitbringen, ein bisschen mehr dazu beiträgt, dass der Zusammenhang mit der realen Welt, aber auch die Selbstverwirklichung durch digitale Medien und durch Informatik ein bisschen besser unterstützt werden kann. Gleich, wenn Fragen sind,
einfach die Hand heben, ja, und dann haben wir zwei Mikrofone, die rumwandern. Ich gucke auch mal hin, sehe jetzt noch nichts, deshalb nochmal kurz, Ira, die Frage an dich. Vielleicht so drei Top-Merkmale, was macht den guten Informatiklehrer aus? Es ist jetzt schwierig, aber vielleicht... Eine Lehrerin. Es ist erstmal eine Lehrerin. Okay, nein, das ist... An meiner Tür an der Uni klebt ein Aufkleber, auf die Lehrerin kommt es an. Es gibt auch tolle Männer, die das machen. Am Ende müssen es alle können. Also es sind erstmal Dinge, die den guten Lehrer macht es aus, dass er sich an die Schüler wendet, guckt, was die spannend findet, dass er es schafft, etwas jede Stunde, nicht nur irgendwann am Ende des Schuljahres, sondern jede einzelne Stunde versucht etwas zu thematisieren, was, wie wir das ausdrücken, immer eine Abendbrot-Gesprächsfähigkeit mit sich bringt. Das heißt, dass man etwas macht, was man gerne weitererzählt, was man, wir würden es twittern, die schicken das vielleicht auf irgendwelche anderen Netzwerkkanäle, auf dem Schulhof erzählen, dass sie einen Zusammenhang herstellen können mit der realen Welt und natürlich auch dazu beitragen, dass die Schüler sich wirklich auch kurzlebig und nicht mit Programmieren von einem halben Jahr, sondern vielleicht eine halbe Stunde schon was Tolles zusammengebaut haben, was man der Welt zeigen kann. Stefan, muss ein Lehrer Snapchat können, um ein guter, ich traue mir jetzt gar nicht, eine gute Informatiklehrerin zu sagen, weil es soll ja kein Informatikfach geben, aber was muss man drauf haben? Ich denke nicht, dass er oder sie das können muss. Sie muss wissen, was momentan in der Jugendkultur für Medien da sind. Das halte ich mal wichtig. Also die Lehrer oder Lehrerinnen müssen nicht jetzt im Sinne von Medienkompetenz sein, alles können und alles unbedingt auch beherrschen, sondern sie sollen einfach, wie wir sagen, sensibel für die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen sein. Das heißt, wenn sie hören Snapchat, nicht denken, was ist das für ein Mist, was man manchmal ja auch von Kolleginnen und Kollegen hört, sondern einfach fragen, was bedeutet das in deiner Welt und was für eine Bedeutung und Funktion hat das eigentlich? Wir nennen das so die Sensibilisierung für die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen. Das ist natürlich, und sie können natürlich auch zugeben, dass sie etwas nicht können. Das muss auch sein. Also es gibt ja, also dieser Kompetenzbegriff, der immer rumgeistert, tut so, als müssten wir alle unbedingt kompetent sein. Wir können nicht überall kompetent sein. Und ich denke, wenn man das mal so nimmt, Kinder und Jugendliche sind in bestimmten Bereichen des Umgangs mit den Medien vielleicht kompetent, aber die Frage von ethischer Beurteilung oder moralischen Problemen, da, oder wie benutze ich die Medien auch für die sozialen Beziehungsstrukturierung, da sind wir Erwachsenen, glaube ich, kompetent. Und da können wir eben unsere Kompetenz zusammenbringen, so würde ich das sehen. Wir haben eine Frage hier vorne. Da ist das Mikrofon. Da ist unsere Frage. Bitte. Simone Fasse, freie Journalistin und Bloggerin zum Thema Frauen und Technik. Eigentlich sind wir uns ja alle einig, dass das Bildungssystem irgendwie gründlich überholt gehört. Ich merke aber davon irgendwie nichts in den Grundschulen oder an den Gymnasien. Ich weiß nicht, wie ist denn Ihr Stand oder wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Tut sich da was? Ist das realistisch oder ist es tatsächlich Romantik, wie das eben gesagt wurde? Vielen Dank. Stefan, Ihre? Also ich würde mal sagen, es ist mir die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Als Pädagoge muss ich immer optimistisch sein, sage ich, es halb voll. Wenn man in die Praxis geht, sieht man, denke ich, gerade in den Grundschulen sehr viele Veränderungen in der Hinsicht, dass wir momentan eine Öffnung von Schulen haben für diese ganzen Probleme in der digitalen Welt. Zum Teil, denke ich, zu sehr in den negativen Konnotationen. Da wird also gerne dann ein Polizist eingeladen, der den Kindern mal sagt, was alles schlimm ist, anstatt konstruktiv irgendwo damit umzugehen. Und also in der Hinsicht, und wenn man sich mit Bildungspolitikern unterhält, halten die das auch für wichtig. Das Problem ist, glaube ich, und da wollten wir noch drauf kommen, dass wir eine Lehrerschaft haben und auch eine Ausbildung an den Universitäten, die diese Herausforderung der digitalen Welt noch überhaupt nicht sieht. Das heißt, für mich sind die Universitäten so die Dinosaurier des Bildungssystems, die das, was sich in dem Bereich von Schule an Veränderungspotenzial momentan auftut, nicht produktiv aufgreift, um die Lehramtsstudierenden, die jetzt bei uns sind, auf diese Welt vorzubereiten. Und diese Lehramtsstudierenden sind zum Teil sehr, sehr skeptisch dem gegenüber. Das kommt aus einem bestimmten Bildungsbürgertum, schätze ich mal, wo eben das Buch noch das gute Medium ist und der Computer und das Internet das schlechte Medium. Aber das ist natürlich ein knallharter Vorwurf, die Universitäten als Dinosaurier, die es einfach nicht drauf haben, genau diese Fragen zu vermitteln. Das ist völlig korrekt. Da muss ich leider...
es ist relativ einfach. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Schulen und Universitäten sind selbsterhaltende Systeme. Das heißt, man tut auch an vielen Stellen alles dafür, dass es ja nicht anders wird. Und wenn man sich mal anschaut, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber wie viele Studiengänge kennen Sie eigentlich, wo man hinterher einen gut bezahlten Job hat, der sicher ist, wo man nicht mit dem Computer arbeiten muss? Da sind nicht mehr so viele übrig. Grundschullehrerin ist einer davon. Zumindest gefühlt. Und das ist das Problem. Es gibt auch jede Menge Studien, die mit Grundschullehrerinnen oder mit Erzieherinnen arbeiten, die sagen, die letzten Endes zu einer Binsenweisheit kommen, nämlich wenn man sie einmal diesen Medien, dieser Technik aussetzt und auch mit den Schülern und Kindern damit tolle Projekte macht, dann machen sie das auch weiter. Aber wenn sie diese erste Hürde nicht überschreiten, dann lassen sie es sein. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen die Universitäten dazu zwingen, dass eben dann auch ein Pflichtfach Medien, Bildung, Technik, Informatik, wie auch immer man das nennt, eben auch in die Lernstudiengänge für die Grundschule und auch in die Erzieherausbildung zu bringen. Maria. Ich würde noch zwei Dinge hinzufügen. Auch sozusagen hoffnungsorientiert. Ich glaube, ich setze viel Hoffnung in das Policy Learning. Das ist so ein Konzept aus der Politikwissenschaft, dass wenn ein Akteur vorzieht und Erfolge vorweist, dann wollen die anderen auch alle. Und es gibt ja wirklich ganz fantastische Leuchtturmprojekte von eben diesen einzelnen engagierten Lehrern und Lehrerinnen, die AGs machen, die eben mehr machen, als der Lehrplan ihnen vorschreibt. Und ich habe die Hoffnung, dass das sozusagen, dass das so ein Lernen über Plattform oder über Akteure hinaus ist, dass man dann auch so etwas will. Und das Zweite ist, ich glaube, durch die Einführung von PISA und evaluationsgestützter Auswertung haben wir halt so eine Output-Steuerung hinbekommen. Das bedeutet, Schulen fangen doch an, sich mehr daran zu orientieren, was sie den Schülern mitgeben. Und wenn die Bildung insofern versachlicht wird, als dass man sozusagen sich einigen kann, dass Evaluation eine okaye Sache ist, dann muss man eben auch sowas akzeptieren wie die Studie, die vorletzten November rausgekommen ist, wo da ging es um den Einsatz von Informationstechnik bei Achtklässlern. Und das Ergebnis war, dass in Deutschland die Kinder den Umgang mit Medien trotz Schule erlernen. Und das war sozusagen die Studie zusammengefasst in einem Satz vom Studienleiter selbst. Und das ist sozusagen einfach, was glaube ich dann noch auf Akzeptanz stößt. Also sozusagen diese Evaluierung dann auch einfach zu akzeptieren. Maria, in einem Interview mit dir habe ich Folgendes gelesen. Viele fühlen sich in ihren Schulklassen zunächst als Außenseiter und können ihre Leidenschaft im Unterricht fürs Hacken, fürs Programmieren, für die Informatik dann überhaupt gar nicht vertiefen. Ist das, was du auch bei Jugendhakt von Teilnehmern zurückgespielt bekommst? Und was haben möglicherweise Lehrerinnen und Lehrer auch damit zu tun? Also erstmal glaube ich, ist das kein Phänomen, was auf ein technisches Interesse beschränkt ist. Also ich habe mich früher auch in meinem Interesse für Bücher alleine gefühlt. Ich glaube, das ist auch ein Wesen von Pubertät, dass man sich alleine fühlt und eben in Schulklassen ja auch immer nur eine begrenzte Größe an Gleichgesinnten überhaupt finden kann. Also ich glaube, das ist erstmal nicht auf diesen technischen Bereich beschränkt. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig schön, mit Jugendhakt ein Programm anbieten zu können, wo die Jugendlichen hinkommen und sagen, boah, endlich normale Leute. Ne? Also das wünscht man ja eigentlich allen Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Hobbys, dass sie sozusagen viel mehr auf normale Leute treffen. Und das geht den Jugendlichen bei Jugendhakt extrem so. Also das kriegen wir immer wieder zurückgespielt, dass dort, wo Informatikunterricht verpflichtend ist, das ist, glaube ich, in 4 Bundesländern der Fall, wer sich dafür mehr interessiert. Wir haben letztes Jahr mit meinen Kollegen Paula Glaser und Daniel Seitz hier einen Talk auf der Republika gehalten, wo wir mal analysiert haben, in welchen Lehrplänen die Informatik überhaupt auftaucht und wo dann auch noch die Ethik-Informatik auftaucht, das sozusagen weiterführende Literatur. Und die Jugendlichen sagen selber, das ist eine Microsoft-Produktschulung, was sie im Unterricht erfahren. Und das ist natürlich eine wirkliche Verletzung des Umgangs mit Talent. Ne? Mhm. Genau.
Ich würde gern, wir haben noch 8 Minuten für dieses Panel, dann werden wir rausgeschmissen, obwohl es wahnsinnig interessant ist. Und es besteht ja zum Glück die Möglichkeit, sich draußen gleich nochmal einzeln weiter zu unterhalten, wenn Dinge noch vertieft werden sollen. Aber eins ist mir auch bei den Vorträgen aufgefallen, weil es immer wieder zur Sprache gekommen ist, nämlich der Frauenanteil in der Branche und auch natürlich in den Studien. In der Branche liegt er, glaube ich, bei nicht mal 20% momentan ungefähr. 1984, habe ich gelesen, waren in den USA noch 37% der Informatikabsolventen Frauen. Und in den Anfangszeiten der Rechentechnik, 1967, sagte die Informatikerin Grace Hopper in einem Interview, es ist wie ein Abendessen zu planen, man muss so einfach vorausdenken und alles zeitlich abstimmen, damit es rechtzeitig fertig ist. Programmieren braucht eben Geduld und die Fähigkeit, auf Details zu achten. Frauen sind Naturtalente im Programmieren. Ein, wie ich finde, in mehrerer Hinsicht bemerkenswertes Statement. Aber Laura, warum scheint das heute überhaupt gar nicht mehr so selbstverständlich, wie es vor, weiß ich nicht, 1967 fast? 50 Jahre? 50, da fangen die Mathefähigkeiten, Unfähigkeiten schon an, wie das vor 50 Jahren war. Na, also was vor den 80er Jahren der Fall war, war, dass das Programmieren ja mehr so als Sekretariatsarbeit verstanden wurde, ne? Also da war quasi die Hardware das für den Mann, die Männer, Professoren an den Universitäten haben die Dinger entwickelt und zusammengebaut und das Bedienen der Geräte war dann einfach Frauenarbeit, weil da muss man ja nur noch ein paar Dinger drehen und dann ist es fertig programmiert, was in der Realität natürlich nicht so war und das Programmieren war ein verdammt harter Job. Wurde aber eben verstanden als Sekretariatsarbeit, wurde auch dementsprechend bezahlt. Hm. Und in den 80er Jahren kam der Personal Computer dazu, der natürlich einen viel breiteren Markt bekommen hat. Dementsprechend war mehr Geld im Business, mehr Männer sind reingekommen, die Frauen wurden rausgedrängt. Das ist so quasi das aus der US-amerikanischen Perspektive. In Deutschland waren die Zahlen schon immer beschissen, also es waren nie mehr als 19%, glaube ich. Und dennoch in Ihrem Talk haben Sie ja, hast du ja gesagt, ich mache den Punkt nicht bei Frauen, sondern ich spreche über Diversity. Ja. Das fand ich interessant. Warum das? Na, ich als weiße Frau kann mich natürlich schön hier hinsetzen und sagen, es ist wunderbar, wenn ich irgendwie einen Job in der IT bekomme. Ich denke aber, das ist zu kurz gedacht, weil es eben um Macht geht und es gibt viele andere Menschen, die auch mehr an Macht beteiligt werden müssen und die quasi dieses Empowerment nutzen können, um ihre eigenen Dinge zu bauen und da geht es halt nicht nur um Geschlecht. Siehst sondern du tatsächlich ein Diversity-Problem in der IT-Wirtschaft heute? Natürlich, also die IT ist weiß und männlich und hetero und cis und able-bodied. Stefan Auflanger nickt sofort. Ich meine, diese die Verdrängung von Tätigkeiten, die interessant sind durch Männer, kann man schon bei Erzieherinnen sehen. Die ersten Kindergärtner waren Männer gewesen. Und als es sozusagen bedeutungslos wurde, wurden Frauen reingedrängt, Sekretärinnen genauso. Also das ist historisch immer nachweisbar, dass interessante Jobs auf einmal, die am Anfang interessant waren, Männern gehörten, dann sozusagen Frauen abgegeben worden sind. Mhm. Als wir telefoniert haben hier und uns vorab abgesprochen haben, über was wir reden wollen heute, da hast du gesagt, also dieses Thema Frauen, das können wir ganz am Schluss machen, da stellt sich bei dir so eine Grundgenervtheit ein. Warum ist das so? Ja, das ist halt so, wenn, also das ist so, wie du es gesagt hast, man ist dann auf einmal das Symbol für die ganze Masse der Frau und dadurch, dass ich eine von 3 Informatikprofessoren bei uns an der Uni bin, bin ich automatisch in allen möglichen Gremien. Das ist auch da wird man so kannibalisiert und man muss dann irgendwie dauernd irgendwo anders hin, das sind diese ganzen unsichtbaren Jobs, die man dann hat, weil bestimmte Besetzungsverfahren zum Beispiel nur durchgehen, wenn sich entsprechend viele Frauen bewerben oder wenn entsprechend viele Frauen in der Berufungskommission sind. Das ist ganz toll, weil ich in letzter Zeit eigentlich fast alle meiner Kollegen mit ausgesucht habe, deutschlandweit. Das ist irgendwie schön, aber das ist auch zeitintensiv, weil ich bin, glaube ich, die Einzige, die im Moment so deutschlandweit Informatikdidaktik macht und dann sozusagen diesen Status hat, richtiger Professor, nicht in Rente, nicht Juniorprofessor. Und damit bin ich irgendwie die Masse. Ich bin ein Symbol und das nervt auf Dauer einfach. Ich will einfach das machen, was ich gut kann und das ist nicht Gender. Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir diese Lücke wieder schließen, mehr Frauen, vor allen Dingen auch mehr Diversity in die IT zu bringen, sind wir dann am Anfang der Diskussion, wo wir sagen, wir brauchen eben, alle müssen irgendwann mal Informatik an der Schule gemacht haben? Oder stehen wir dann vor demselben Problem wie bei den MINT-Fächern auch,
dass es trotz dieser Pflicht ein Problem ist, Frauen in diese Berufe reinzubekommen, zum gleichen Anteil wie Männer? Ich glaube, es reicht nicht, in der Pipeline anzufangen. Also klar müssen wir mehr Leute in dem Bereich ausbilden, grundsätzlich. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir eine Kultur haben, die diese Leute gerne empfängt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Leute in Unternehmen Anti-Bias-Trainings machen, um ihre eigenen verzerrte Wahrnehmung von Welt besser zu verstehen und dem Ganzen vorbeugen zu können, zu verstehen, okay, hier schätze ich gerade eine Person falsch ein, einfach nur aufgrund von Merkmalen, die ich sehe. Das ist quasi eine Verantwortung, die wir auch alle übernehmen können, unsere eigenen Verzerrungen wahrzunehmen. Das sehe ich genauso. Wir müssen, also ja, natürlich ist ein Pflichtfach, ein Schulfach oder eine verpflichtende Aussetzung, sozusagen Exposition zu Technik, wie es denn jetzt genau heißt, ist eigentlich erstmal mir zumindest egal, meinen Kollegen vielleicht nicht. Natürlich auch ein Beitrag dazu, dass die Kinder und damit auch die Mädchen nicht mehr darauf angewiesen sind, zu glauben, was ihre Eltern ihnen erzählen, dass Technik nichts für Mädchen ist zum Beispiel, sondern sie können ihre eigenen Entdeckungen machen. Das ist übrigens das gleiche Problem, übrigens, was auch ja MINT in Grundschule hat. Auch MINT wird in Grundschule eher ablehnend behandelt und hat da auch einen schweren Stand. Also den ganzen Bereich mehr in die Grundschule zu bringen, Lehrerinnen, Schülerinnen, alle mehr dem auszusetzen, halte ich für einen sehr guten Weg in diese Richtung. Unsere Schlussfrage geht an Maria Reimer. Coder können die Weltveränderer sein. Ist das vielleicht am Ende des Tages die spannendere, motivierendere, sinnvollere Ansprache für Jungs und Mädchen, die in die Schule gehen, als mach doch Informatik, das hat eine gute Zukunft? Definitiv. Boah, das war schnell. Vielen, vielen Dank, Laura Lorfitz, Maria Reimer, Professor Ira Delp, Dieter Helm und Professor Stefan Auflanger. Es war uns allen eine große Freude, hier mit euch zu diskutieren, für euch zu diskutieren. Und wenn jetzt noch Fragen sind, ich nehme an, alle sind jetzt noch da auf dem Erfrischungsgetränk draußen. Toll, dass ihr da wart und mitgemacht habt. Bis bald, viel Spaß weiterhin auf der Republika.